Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Balloons TD 6. Mit mir, euer Patrick. Das war lange her, als wir das gespielt haben. Und ich schätze mal, Ja. dass man so sowas wieder spielen kann, ne? Doch, da war irgendwas. Bei Wissen, ne? Habe ich bei Unterstützung was sechs Sachen verbessert. Weil ich mit den Bananenplantagen mehr so spielen will, habe ich Bananenplantagen-Zeug verbessert. Nur, ich weiß nicht, was gut ist. Ich habe einfach genommen, das, was ich gut finde. Oder glaube, dass es gut ist, sag ich mal so. Aber heute will ich mit euch Baumstumpf auch schwer spielen. Ja, Standard halt. Ja. Mit euch zusammen. Und Balloons TD 6 kommt jetzt nicht so oft, aber ich würde schon sagen, das ist. Es ist halt auch nicht das Beste. Manche mögen es, deswegen mache ich es ja auch. Ich bin nicht wirklich der größte Fan davon. Aber sagen wir einfach, ich finde es okay. Aber es gibt manche, die finden Balloons TD5 halt, 6, sorry, richtig nice. Ich bin jetzt nicht der allerkrasseste Fan davon, aber finde es auch geil. So, ich hoffe, die Lautstärke ist auch okay. Sonst könnt ihr lauter leise machen, das ist aber eure Entscheidung. Tja, ich glaube, ich baue auf eine Bananenplantage, weil ich will dieses Mal mehr so mit Bananenplantagen umgehen. Ich finde diesen Baum, das Baumstumpf-Level richtig cool. Auch seiner meiner Lieblingslevel gerade. Aber warum ich das nicht oft aufnehme, weil das mehr so ein. Ja, es ist schon cool, aber es ist halt mehr so ein Wartespiel. Ne? Sag ich mal so. Ich setze ein paar ab und zu mal Sachen, aber es ist mehr so ein Wartespiel und Geduld. Aber ich mach's, weil. Warum nicht? Das ist jetzt. Dann warum nicht, ne? Gerade halten wir sie neiden. Ja, geht so eigentlich, ne? Ja, doch, wir haben schnell. Nicht, dass wir noch langsam machen. Sollte ich nicht noch einsetzen? Ja, ich finde noch einer wäre okay. Jetzt noch einer, definitiv. Ja, komm, dann grillen wir den halt eben ab. Dann muss die Bananenplantage doch noch warten. Aber sicher ist sicher, Leute. Boah, die Range ist aber schon groß, ne? Ich habe auch ab und zu mal Balloons TD 5 aufgenommen. Könnt ihr euch anschauen, aber nicht so oft wie Balloons TD 6. Ich habe ja extra gewartet, bis Balloons TD 6 rauskommt, damit ich das euch aufnehmen kann und zeigen kann. Jetzt kommt aber die Bananenplantage. Jetzt warte ich auf die. 80 Wellen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Aber es läuft relativ gut mit diesen zwei Affen gerade, ne? Es war eine gute Idee, noch anzusetzen. Außerdem die Bananenplantage habe ich noch nicht ganz aufgelevelt. Das habe ich schon, ne? Also ich würde schon gerne. Ja, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme das. Hier 20.000 für die Affenfabrik. Aber eigentlich muss ich die Bananenplantage gar nicht mehr aufleveln. Aber warum sollte man sowas nicht machen? Dann nimmt man es ja gerne an. Ne? Vielleicht kommen heute zwei Folgen Balloons TDs. Man weiß nie. Komm, 1225
für die Bananenplantage. Sollten wir hinbekommen. Kommen die? Nee. Ja, geht direkt. So, wir sitzen. Kann man hier in dem Busch? Nee. Eigentlich eine schwere Wahl, muss ich sagen. Ich glaube, ich sitze hier hinten. Sie zu upgraden. Ja, muss ich dafür erstmal eh warten. Offenausstieg, ein Affenwissenspunkt. Benutzen wir danach auch. Nehmen wir auch natürlich mit. Zack. Man muss die Bananen zwar mit den... Oh, manche kommen durch. Ja, okay, ich hoffe... Ja, nee, schnell. Jetzt ist erstmal wichtig, Verteidigung zu haben. 225, boah. Also 3 sollten jetzt aber schon reichen, ne? Also für das erste. Kerne noch, weil vielleicht sollten eigentlich Metallballons kommen. Es kommt immer wieder was durch, das ist nicht gut. 650 kriegen wir hin. Ich hoffe nur, dass wir es jetzt in der Runde hier noch hinbekommen. Perfekt. So, jetzt sparen wir auf die 900. Aber ja, die kommen immer noch durch. Dann brauche ich 900 nochmal. Die Nagelfabrik. Ach komm, nee. So viele dürfen da jetzt nicht durchkommen. Das wird ein großes Problem. Oh. Hallo. Hä, was passiert hier gerade? Ich will den doch nur setzen. Danke. Ich hoffe, dass das jetzt reicht mal. Jetzt lass mich auf Bananen sparen. Die wertvolleren Bananen graden wir jetzt ab als nächstes. Ja, diese Spikes da am Ende bringen jetzt schon. Ich würde euch auch aber die Spikes empfehlen, die sind schon sehr nice, ne? Und die sind wichtig. Ich sollte hier auch 650er Upgrade machen. 650er Upgrade aufgedacht. So, hier. Die Nagelfabrik müsste ich fürs erste Mal upgraden. Ich will jetzt die Bananenplantage einmal upgraden und dann gucke ich, Alter. Ich grade sie gleich alle auf Steinerballer. So, hier. Als nächstes machen wir die 900er Nadeln. Ein Metallballon ist durchgekommen. Ich glaube, ja, der kommt komplett durch, wenn wir nicht... Ja, nee, die haben die Kerne noch, okay. Dann ist gut. Dann ist noch okay. 865 kosten die halten. Komm. Zack, haben wir jetzt auf. Als nächstes wollen wir die mehr Produktion, will ich jetzt mal sagen, die größere Produktion an Bananen. Aber die Bomben müssen wir auch upgraden, ne? Hier, zack. Reichweite etwas verbessert. Zack. Die Feuernägel sollten... Oh, es ist schwer für die Feuernägel, wir haben dann größere Produktion. Nichts ist durchgekommen, aber... Lucky, Alter. Ja, wir könnten größere Produktion
schnellere Produktion, meine ich, machen. Ja, das wäre auch was machen sollten. So schön. 430, ja. Sollen wir Bomben? Ja, 430. So, für die Kanone war es das jetzt auch. Ne, 3000 ist zu heftig. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme den Blue. Ab und zu kommen Ballons durch, aber die werden von den Nageln ja schon weggefetzt. Sollen wir auf 3000 sparen? Ja, 3000 wäre das nächste. Balloons kann, glaube ich, jetzt. Ja, das ist unsere Todesrunde. Oh, noch keiner ist durchgekommen. Okay, nach diesem Upgrade bei der Bananenplantage würde ich die Cannon auf Maximum machen. Und dann noch bei dem schnellere Produktion machen. Jetzt natürlich noch nicht, aber. Wird auch langsam Zeit. 2670 knacken. Hier. Das haben wir hinbekommen, 3670. Das nächste ist der Auto Cannon. Eine schnellere Produktion bei der Nadelfabrik würde ich jetzt gerne machen für 1000. Das haben wir jetzt auch wieder. Schön. Jetzt würde ich die Cannon noch bei diesen eine Upgrade holen. Schön. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Ja, 1620. Ich vergesse immer den Gareth Dillon, Alter. Ich spiele einfach nicht mit dem dann. Ich mag den nicht wirklich. Dieses neue Upgrade. Ich meine, es ist schon geil, aber. Mir gefällt es nicht so. Also mir gefällt es nicht, den zu setzen. Das mag es nicht, wenn der sich automatisch upgradet. Das ist übertrieben. Wisst ihr was, wir bezahlen? 200. Alter, wie viel Geld haben wir denn? Bitte schön. Okay, das ist übertrieben. Fuck. Kaufen, ich wollte ihn gar nicht dort umsetzen. Gib mir direkt ein Geschenk, Superaffen. Ja, jetzt schaffe ich es aber bestimmt. Hier Laser, ja. Wir haben einmal zwar verkackt, aber. Wie viel kriegen wir, wenn wir gewinnen? Wenn wir 200 kriegen, ist es okay. Wow. Mächtig, Alter. Die Nagelfabrik wirft auch noch. Puh, die kommen ja fast durch. 3400 ist teuer, muss ich sagen. Oh, haben wir ja. Jetzt betäubt die Bombe auch die Ballons sind 1 bis 2 Sekunden. Nur damit wir den Mage etwas aufleveln, setze ich ihn kann. Ja, ich will ihn ja aufleveln.
Okay, ich glaube, das schaffen wir beim zweiten Versuch. Die 4000 brauchen wir. Oder soll ich den Superaffen machen? Ich baue auf den Superaffen. 5400, gell? Ja. Genau. Haben wir jetzt auch. 3240 beim Superaffen wäre jetzt, ne? Eine 20-Minutes-Folge wird's auch noch. Boah, shit, Alter. Und 1200, damit der Super-Tarn-Ballons angreifen kann. Die werden so sehr weit kommen. Aber wir haben es überlebt. Und der Superaffe greift jetzt auch diejenigen an, die er soll. 10.800 ist zu teuer für den Affenmagier. Da hole ich mir das 3.500er Upgrade lieber davor. Wo? Ich würde auch hier unten noch einen Magier gerne hinsetzen. Falls die weiterkommen sollten. Den grade ich aber erst danach ab. Der hat eine Giftsache da. Ja. Ich glaube, ich grade den Magier unten weiterhin ab. Jetzt könnte ich auf die Bananenplantage sparen, was ich auch machen werde, glaube ich. Diese Magie da unten bringt schon was, finde ich. Keine Angst, nächste Folge machen wir außerdem nicht mehr dieses Baumstumpf-Level. Ja, es sieht gut aus, dass wir gewinnen können. Alter, der Luftschiff macht mir jetzt. Oh, okay, das Luftschiff ist natürlich besiegt worden. Brad, die Folge geht fast 20 Minuten. Wahrscheinlich wird sie länger. Wir machen aus der Folge eine richtig lange Folge, Leute. Wie wäre das? Wenn wir noch eine Round machen, anstatt Baumstumpf. Dann machen wir nach diesem Level auf schwer, also das ist hier Baumstumpf auf schwer, machen wir dann noch eine Map auf einfach, ne? Wie wäre das? Ich habe genügend Geld, was ich jetzt brauche, um abzugraden, ne? Aber die kommen nur nach da oben. Ich warte gerade auf die Bananenplantage. Ab und zu drücke ich auf die Bananenplantage, um die Bananen einzusammeln, dass ich einfach das anmachen kann. Ballons zieht ich 6, will ich nur ein Thema sprechen, was ich richtig geil fände, wenn es sowas in Ballons zieht ich 6 reingemacht wäre, machen würde. Und zwar wäre es cool, wenn man so ein. Es gibt hier Ballons TDs und da kann man gegen andere machen. Wäre geil, wenn es ein
weil uns die 6 gehen würde. Gegen andere. Mit dafür kriegt man, keine Ahnung, um Dollar kann man wetten. Zum Beispiel. Wäre mal so eine Idee, die man reinmachen kann. Man muss es hier nicht machen. Aber dann würde ich es oft spielen gerne. Und aufnehmen vielleicht auch. Ja. Boah, wir sind Runde 60 bald. Halt nicht mal. Diese Bananenplantage bringt uns sehr viel Geld ein auch. Also, jetzt gleich. Come on, nicht mehr so viel. Wir haben die Fabrik. Diese Fabrik, ich hoffe, die bringt mir viel Geld ein. Jetzt können wir aber Geld ausgeben für den unteren Magier. Erstmal viel Geld ausgeben. Ich habe Angst, dass die Luftschiffe durchkommen. Ich habe gerade richtig Angst, dass diese Luftschiffe da durchkommen. Aber ich glaube, die kommen nicht durch. Nee, zum Glück. Jetzt muss ich auch nicht so oft drauf tippen, ne? Das ist ein letztes Mal gerade. Ne? Die kommen nicht durch wegen der Cannon. Ich glaube, ich platziere noch mehr Cannon unten. Ich spare auf 10.000, damit ich den unteren Magier und danach noch den oberen abzubilden kann. Aber 130.000 ist sehr teuer für diese Bananenzentrale. Das wird teuer, aber deswegen holen wir uns das hier nicht. Ich glaube, das ist unsere Todesrunde, ne? Krass, dass wir es überhaupt überleben. Oh, wow. Halleluja, das war knapp. 10.000 dauert noch etwas. 9.000. Shit. Grass ist teuer. Okay, ich setze einfach noch einen Superaffen. Ich hätte gedacht, das kostet 200, deswegen habe ich direkt so getippt. Ah, scheiß drauf, Alter. Ist jetzt egal, ich mach sie auch für euch. Mehr oder weniger. Komm, graden wir den dann noch. Sollten jetzt noch durchkommen. Hoffe ich. Und wenn ja, dann bezahle ich nicht weiter. Dann. Alter, was sind das für Ballons? Wieso kommen die so weit? Ja, ich gebe auf. Nein. Hauptsache, ich habe jetzt $600 verballert. Ich werde jetzt das Affenwissen hier verbrauchen. Das mag ich nicht. Entweder ich nehme das. Oder ich nehme das. Ah, okay, ich muss sogar das hier nehmen. Gut. Auch wenn ich die Affenstadt nicht benutze. Schön, dann spielen wir eben noch eine Runde Baumstumpf jetzt nicht. Irgendwas auf einfach. Also. Auf dem Laufenden. Oder wie heißt die Welt? Auf dem Laufenden, ja. Ich bin jetzt einmal auf Fleisch.
Das war gerade $600 verblendeter Verlust. Das war schrecklich. 600 saftige Dollar hätte ich behalten können auch. Okay, dieses Mal benutzen wir den Gewinn der Runde oder wie der heißt, weil der stört mit seinen Sounds, ey. Der stört mich zu hart mit seinen Sounds. Das wird ja mal eine lange Runde Balloons, ne? Also Folge. Achso, es geht ja automatisch. Endlich sieht man die Balloons, Alter. Soll ich den... Ja, doch, desto früher Gavin Dolin gesetzt wird, desto besser. Also, jetzt muss ich warten, bis die kommen oder was. Das konnte doch nicht sein, Alter. Ja gut, ein bisschen Leben verliere ich, weil ich auch nur auf den Gavin Dolin spare. Okay, Leute, wenn ihr mich fragt, ist der Gavin Dolin einfach der Beste von allen vier. Ich finde den am besten. Oder den letzten, aber ich finde den hier am besten. Der Raketenwerfer, boy, das ist nicht so. Danke. Ja, siehst du, er labert wieder Bullshit. Egal. Dann hören wir eben zu, was er labert. Als nächstes will ich das Affen-U-Boot setzen. Bei Gavin Dolin und dieser kleine Fratz, da kümmern sich schon darum. Ich habe vergessen, was ich auch upgraden wollte. Das obere nur noch oder das untere? Ich werde mal das. Okay, das untere. Das obere wollte ich zweimal und dann, okay. Hab's wieder in Erinnerung. Aber da, jetzt kann er überall hinschießen. Das ist perfekt. So wie das Snipe Tower. Und jetzt. Ich finde den Ober zu OP. Ehrlich, der ist so krass, dass man den eigentlich vielleicht sogar schwächer machen soll, so dass man keine Raketen bei dem kaufen kann. Oder kein schneller schießen oder so. Boah, ich setze mich mal auf die Couch. Ich war die ganze Zeit auf meine Bank. Oh. Ich kann den gar nicht so krass upgraden. Rocket kostet 3000. Sehr gut. Ja, dann ist es ja okay. Aber wenn man Rocket machen kann. Ja, noch ein Upgrade und dann Rocket. Und warte, ich hab einen Call. Ich mach ein Video. Ne? Was? Und ja. Ignoriert das. Da war Nicole kurz und hat mich gestört. Abtauchen niemals machen, Leute. Abtauchen ist so der Müll. Ehrlich, das Abtauchen ist so schlecht, ihr Projekt. Vertraut mir einfach. Okay, ich hab gerade mal 1000 fast EP. Und jetzt nicht mehr U-Boote. Will es aufgelevelt haben. Das so. Aber ich mag den Gavin Dolin nicht so. Vor allem, man kriegt den nie auf Stufe 20. So krank. So komisch ist der, ne? Nur wenn man länger spielt, dann kriegt man ihn vielleicht da drauf, aber sonst. Okay, ja.
noch 420 Geld Dollar und dann haben wir es. Schön, alle greifen jetzt Ballons an. Oh, ich kann die Rakete upgraden. Und das ist jetzt das Starke, weil jetzt kann ich Raketen bei jedem anmachen. Das ist jetzt zu OP und das sollte vielleicht draus gemacht werden. Ja, nicht draus gemacht werden, aber schwächer, sage ich jetzt mal. So hart ist es. Ich spiele jetzt hier gerade auf einfach, deswegen. Ja. Bei der 55, Alter. So, und jetzt komm mal, jetzt kann ich bei jedem Rocket machen. Das kostet mir natürlich sehr teuer. Ich werde den außerdem verkaufen, weil der hilft nicht so viel. Komm mal, bei 1275 kann ich mir schon einen Rocket holen und das ist nicht so teuer. Jetzt schießt der Rocket und oh, aufgestuft. Noch ein Affenwissen. Perfekt. Ich liebe diese Affenwissen. Das ist ein geiles Ding. Neues Feature, sage ich jetzt mal. Das ist geil. Ich mag's. Auf jeden Fall diese Rockets. Und ich finde die einfach zu stark. Die U-Boote sind zu stark. Ich meine, deswegen sind sie auch. Ja, ja. Ah, okay. Okay, jetzt verstehe ich, was mein Problem war. Scheiße. Verkaufen kriege ich 500 nur. Nee, lohnt sich nicht. Hey, what? Wieso können die jetzt auf einmal unsichtbare Ballons angreifen? Das check ich jetzt nicht. Ja gut. Da behaltet er jetzt diesen Metallball, den grade ich jetzt Rocket ab. Aber noch gar, grad mal, noch, ist noch gut ausgegangen. 1275 haben jetzt auch geknackst. Und schaut durch die U. Die kommen ansatzweise weit. Bei Unsichtbaren war es gerade knacki, aber. Ja, Magier müssen wir gar nicht aufleveln, ne? Haben wir eigentlich schon relativ aufgelevelt. Diese Bude ist die aufgelevelt. Nein, die Bude ist nicht so aufgelevelt. Dann sollten wir vielleicht so eine Bude auch hinsetzen. Vielleicht so zu hier. Wo ist der Superaffe hier? 2125 schaffen wir. Ja, drei Runden brauchen wir nicht mal Superaffen, ne? Egal, aus Spaß. Aber diese U-Boote, die sind wirklich zu stark, finde ich. Was man machen könnte, ist, ich muss. Was war es nochmal? Hier. Ist schon wieder nett. Manchmal sehen die U-Boote das, aber manchmal nicht. Ich verstehe es nicht so. Aber bei 1700. Weil dann könnt ihr die Superaffen auf Laser upgraden direkt und noch mehr drumherum setzen und das ist. Ich glaube, der Gavin Dillon kann das schon Unsichtbare sehen. Nee, sonst würde er ja vorhin schon angreifen.
Ich hab Level, ist der gerade 7 erst. Guckt euch das an. Wir spielen gerade schon 40 Runden gerade mal. Ich finde den Gavin Dolan nicht so geil. Also generell die Superhelden. Gavin Dolan finde ich am besten, aber die Superhelden finde ich generell nicht so nice. Ja, und geschafft. Schön. Alter, 75 billige Dollar. Ja, nehmen wir natürlich mit. Boah, war das eine krasse 35 Minuten Folge. Ich benutze noch das Affenwissen und dann... Ich glaube, das kann ich nicht. Nee. Dann... Im Ernst. Dann nehme ich, glaube ich, lieber das hier. Weil das hier kann ich nicht. Nee. Die XP-Rate aller Affen ist doch auch. Soll ich das. Ja, komm. Danach. Was ist das hier? Die Dauer von zu den Waffen. Okay. Alle Abkühlphasen für die. Für Fähigkeiten für alle Affen sind um 3%. Verringert. Die Nachladezeit einer Affen 3. Die Kosten für Nagelminen sind um 1500 verringert. Oh, das ist gut. Nägel von Moorschreddere richten bei Balloons der Moors Klasse plus einen Schaden an. Tja. Ne, nach der Unterstützung finde ich am wichtigsten, Leute. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Kräfte würde ich als letztes machen. Aber ich glaube, nach Unterstützung werde ich Zauberer machen. Zauberer primär. Aber mal schauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge Balloons TD6 gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür mehr davon. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis nächstes Mal. Man sieht sich und ciao. Leute.